Es ist ein Zentrum der verschiedenen Religionen, eine im Stein und eine im Blech. Das ist das Double von der Anna de Trepto. Da geht es um Drama Slam. Da wird das Programm vorgestellt, was der Tolstoi sich erarbeitet hat, um in Berlin im Theater einen neuen Schwung hineinzubringen. Darum Hupsi Kram hat ein Stück von Alberto Moravia inszeniert. Der Leo Tolstoi hat in den Toiletten. Hallo, Katharina, komm her, wir sind da in der Burgasse 21. Es ist schon sechs Architekten eingeladen, die aus der Schweiz und aus Deutschland kommen. Naja, es ist eine Betonsiedlung. Nächster österreichischer Architekt Griesanitz. Der Künstler ist der Gerwald Rockenschau und keine Heizung braucht. Worauf die Chinesen, die halt so geschwind sind, die Architekten, wenn sich erinnern, an das Haus vom Los von der Josephine Baker. Ja, da ist jetzt unser Freund Gerald Mann mit dem Griesanitz. Der Mann, das ist eine Partitur vom Hof der Gurt. Wer noch nicht kennt, der ist der Mann, der am Südbahnhof diese zwei Blinzelaugen hat, die jetzt schon über 12 Jahre Kunst im öffentlichen Raum sind. Die Partitur von der Möbius Kantate, die wird uraufgeführt in der Kiesler Stiftung. Denker, wollen Sie bitte ruhig sein, ja? Vom Angelo Roberto, der hat in Rumänien ein Theater gebaut, und letztens da sah man die Baustelle und jetzt ist es fertig. Also da wieder Städtebaulich. Das ist auch wieder architektonisch-städtebauliche Sache. Und hat dann das ganze Gebiet hier, Kärnten, Friaul und Slowenien zu einer Stadt erklärt. Das ist eine Berliner Künstlerin. Next. Und hier hat sie sich das Wiener Wappen oder das Wiener Ehrenzeichen in den Arsch tätowieren lassen. Der Will Elsop, der Mann, der in London am meisten Einfluss in der Architekturszene hat, ist ein guter Freund von mir auch. Und dann ausführen und einsetzen. Wenn man dem Star irgendetwas Gutes tun möchte, dann abonniert man den Star. Und dann kennen Sie sich hier wieder, ja? Weil deswegen sind Sie hergekommen. Die Leute, die sich das angucken, das nicht unterstützen, wovon soll es denn leben? Der ist auch hier. Die haben da auch so Anzeigen, so Kontaktanzeigen, so kleine Pornobildchen. In 2-monatiger Arbeit haben die dieses Ding zusammengepuzzelt. Und da hat der Popov und der Alexei Fester, die haben, das ist die Künstlergruppe Popal, die haben da so einen alten Schinken nachgestellt. Die Nachtwache vom Rembrandt hat sie nachgestellt. Das ist so eine Jacke, da steht drunter, das sieht man aber drunter. Die Jacke mit Penismuster, warum weiß ich auch nicht, aber das stand da halt. Das Widelski hat sich erweicht und hat mitfinanziert. Die Strabag, die sind noch im Laufen, aber die weigert sich ziemlich. Und das steht ja normal da oben, aber das gefällt uns irgendwie nicht da oben. Das stört den Schriftzug, deswegen haben wir es reingemacht. Das ist unser neues Starbüro in der Kundendorfer Straße. Der Stern hängt nämlich da, den müssen wir erst noch basteln.
da hängt der Heidolf sein Schild hin, wo Gott draufsteht. Da sieht man hier so irgendwie, da steht der Sicherheit in der 30er-Zone. Da sind wir gerade essen gegangen zum Naschmarkt, da habe ich dem Heidolf gesagt, fotografier das mal schnell. Na, ich möchte auch etwas dazu sagen, dass ich dass das Türschild des Dostojewski-Theaters ist zweimal von Liebhabern gestohlen worden. Und wir haben jetzt angeboten, wir schenken ein neues Türschild, denn dieses Gebäude ist eines der wichtigsten Geisteshäuser in St. Petersburg. Und mit diesem einen Schild, da spart sich ein wirklich guter, kluger, ökonomischer Architekt, ein ganzes Haus zu bauen. Sieht man, das ist ein Theaterstück über so irgendwie sowas mit einem Piraten. Auf jeden Fall die Mitspieler haben wir da oben gekennzeichnet. Da von unserem Trashmaster an der Kamera ein Gedicht. Religion und Kultur! Religion und Kultur! Einmal was zur Religion! Was der Mann da unter anderem sagt, ist, dass Religion in unserer Gesellschaft konservativ besetzt ist. Und er sagt, das muss nicht so sein, das ist nicht immer so gewesen und das wird auch nicht immer so sein. Und die Leute, die auf der Seite stehen, dass Religion auch eine positive Bedeutung hat, die kann man auch beim Staudern finden. Und das überrascht ja auch nicht. Ein Bild? Ein Bild, das heißt Berlin am Wiener Puls. Berlin am Wiener Puls. Der Audeno ist ein Versteigerungshaus, das auch gleichzeitig Kunstausstellungen macht, auch mit jungen, neuen Künstlern. Und der Mount ist einer der Künstler, der in einer Gruppenausstellung, die jetzt in Wien gemacht wird, mit dabei ist. Wir vom Star sind natürlich froh und auch offen, dass wir jetzt die Jugend auch mit animieren können, dass sie sich äußern, wo wir dann wieder über ein neues Layout und neues Design was lernen können, sodass die Zeitung aufgrund der Jugend immer frischer ausschaut und nicht alt wird, so alt wie ich bin. Ich wollte den König von Sudan mitbringen, aber er ist leider nicht da. Ach schau, hey! Inshallah, mashallah. Maus? Also das Blatt kostet 98 Euro eigentlich. Du bist so steigert. Warum machst du das denn? Du musst das aber dabei aber das ist das gleiche Blatt. Ja. Vorne hin. Das ist der David Stares. Er ist da gestanden. Zuerst ist verschwunden. Der mir, und nicht nur mir, sondern allen Autoliebhabern einer der liebsten ist. Und er stellt sich da und macht den Autostar schon seit 5 Nummern. Das bin ich, ja? Aha. Okay. Zugabe! 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 Zugabe kommt! Entschuldigung. Die habe ich nur gesehen. Insofern ist sie auch ein bisschen Teil von mir, weil ich ja davor gestanden habe. Und das war ja irgendwo in meinen Augen. So, die Wand, die ist zusammengesetzt und das bereitet ein bisschen vor auf das, was danach kommt. Aus kleinen Buchstaben aus Scheiß, die sind fotografiert worden. Ja. Und nächstes Ende. Das hat 6 Cent. Wie groß ist das? Gibt es ernsthafte Fragen dazu? Nein! Ja, hier. Was habt ihr gegessen? Links oben. Das habe ich jetzt nicht von mir, Mann. Das habe ich nicht gemacht. Ich wäre sehr stolz darauf, wenn ich das machen könnte. Aber ich glaube, ein Teil. Deswegen ist die Frage auf der Bühne. Ein Teil des Wertes dieser Arbeit ist, dass wir uns Fragen stellen zu dem, wie haben diese Leute den Tag verbracht? Was haben die gegessen? Was haben die gemacht? Ich habe gedacht, wir lassen nicht uns dazu an, weil wir überlegen uns schon, warum so und warum so. Australisches Barbecue. Das ist halt eine Arbeit, die haben in Paris 48 solche Da Vinci nachgearbeitet. Sehr gut. Ja, und da oben eine weitere geistlose Äußerung von unserem Dr. Denker. Kann man nicht lesen. Ja, aber in der Zeitung kann man es lesen. In der Zeutung ist nicht hier. Mann, ja, das nächste. Na, aber das ist gut, das ist eine der besten Sachen. Das ist eine Sache, die sollte man in Österreich nicht vergessen. Das ist eine Arbeit von Gelatin. Die sind in New York, die sind in Paris, die sind in Zürich. Die verkaufen. Die waren reingetroffen. Das ist eine Arbeit in Salzburg. Die ist gefördert worden in Österreich von Leuten, die meiner Meinung nach was von Kunst verstehen. Und die ist umbaut worden von einem Bretterverschlag von Leuten, die von Kunst nicht so viel verstehen. Ja, aber wo ist die Muschi? Die Muschi, die ist da, wo die Leute sind, die das gebaut haben. Na, das ist ja wohl klar. Die Muschi ist hier, A, E, I, O, U, das heißt
heißt, ist Austria ist im Orbe Ultimo. Das heißt, ja. Österreich ist auf der Welt das letzte und beste. Das letzte und beste. Das ist ja der Buschel. Das ist ja. Ja, das war's. Das war's. Adios, amigos. Kauft euch Zeitung. Weiter, weiter, weiter.